Ich bin Fabio Hollenstein, ich komme von Batzenheim im Kanton St. Gallen. Ich bin Bauschreiner und habe die WM-Bronzemedaille geholt. Die Teilnahme an der WM ist nicht wie eine Schule, du hast nicht eine Art Ausbildung gemacht, aber es ist eine Art wie fast auch eine Weiterbildung, eine Art wie ein Kurs, den ich jetzt gemacht habe, dadurch, dass ich auf die WM hingearbeitet habe und auch die Erfahrung an der WM unter Druck zu arbeiten und auch Höchstleistung und Präzision unter Zeitdruck zu garantieren. Für uns war es natürlich eine riesen Erfahrung, jetzt bei mir zum dritten Mal jetzt an die WM gehen können, mit ETM und mit einem Lehrling, weil der Bruder und ich schon an der WM waren. Wir können unser Know-how und auch Materialien, die wir gebraucht haben für die WM, weitergeben. Viel studieren kannst du nicht. Du studierst einfach an dem, wo du dran bist, dass du das möglichst sauber machst, möglichst genau. Und gibst dir einfach Mühe. Du studierst nicht, warum du rumläufst. Du siehst natürlich nur deinen Arbeitsplatz und viel mehr nimmst du gerne wahr. Für mich hat er jetzt nicht nervös gedunkt, weil ich jetzt schon ein paar Mal gesehen habe, den Wettkampf habe ich gefunden, er ist sehr entspannt. Als die Schweizer Fahne dort auf dem Bildschirm geleuchtet hat, das war der richtige Moment der Erleichterung. Das war fast der beste Moment, wo du noch nicht mal gewusst hast, was du bist, aber du hast gewusst, dass du auf dem Podest bist. Und das war das Schönste.